Zimmer 106 wird frisch bezogen, denn der Bewohner wohnt hier jetzt nicht mehr. Auf dem Schreibtisch eine Staubschicht und ein fingerloser Ring, der da liegt, als könnte jedem gehören. Der Gast aus 106 ging gern spazieren, bei gutem Wetter jedenfalls im Wald. Das Zimmermädchen sagt, er kommt nicht wieder. Beim Frühstück war sein Blick so schrecklich kalt. Er ist immer weiter, tief in den Wald, tief in den Wald. Es ist immer kalter, tief in den Wald, tief in den Wald. Keiner hört mich schreien, tief in den Wald, tief in den Wald. In mein Zimmer ist das Zimmer, das der Gast damals verlassen hat. Der Gast ist nicht mehr da. Ich hab ihn noch im Flur gesehen, mir nichts dabei gedacht. Der Gast ist nicht mehr da. Ein Dorf ist auf der Suche, heute kein Kaffee und Kuchen. Am Bürgersteig parkt ein Streifenwagen und die Fassaden schimmern grell und blau. Und die Frau des Hauses richtet sich den Kragen. Wann er los ist, das weiß sie nicht genau. Der beste Freund ihres Sohnes fährt eine Suzuki und zu zweit rasen sie auf den Wald zu. Doch die Ersten wollen sie ganz bestimmt nicht sein. Sie sind immer weiter, tief in den Wald, tief in den Wald. Es ist immer kalter, tief in den Wald, tief in den Wald. Keiner hört die Schreiner, tief in den Wald, tief in den Wald. Und mein Zimmer ist das Zimmer, das der Gast damals verlassen hat. Der Gast ist nicht mehr da. Ich hab ihn noch im Flur gesehen, mir nichts dabei gedacht. Der Gast ist nicht mehr da. Ein Dorf ist auf der Suche, heute kein Kaffee und Kuchen. Der Gast ist nicht mehr da. Du hast ihn noch im Flur gesehen, dir nichts dabei gedacht. Der Gast vor 30 Jahren. Erzähl mir von der Suche und dabei Kaffee und Kuchen.